Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir haben im letzten Part einige Quests und Nebenaufgaben, die noch offen waren, abgefrühstückt. Und heute möchte ich, glaube ich, den Wassertempel in Majora's Mask betreten. Also den Schädelbuchtempel, um besser zu sagen. Ja, wir gehen heute mal rein. Wir gucken mal, was wir so vollbringen können. Und ich hoffe einfach das Beste. Ne? Dass wir ein paar schöne Items noch ergattern können. Vor allem halt Masken. Obwohl wir mit den Masken auch schon ziemlich gut unterwegs sind. Vielleicht noch ein bisschen Musik. Ein paar Songs. Spiegelschild und sowas. Und Schlüssel, Bosskeys. Das alles wären so Sachen, die wir aktuell benötigen. So, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Blöde ist, wir müssen halt immer noch hinlatschen, ne? Es gibt immer noch nicht die Möglichkeit für uns zu teleporten. Das ist eigentlich wirklich das Nervigste daran. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal einen Majora's Mask Run mache und auch vielleicht ein Ocarina of Time Run. Ja, wohl. Also Majora's Mask Run glaube ich ja, dass wir den Teleporter instant haben. Weil, ja, ist halt einfach angenehmer fürs Let's Play. Genau wie die Hasenohren. Ich glaube, das wäre eine gute Idee, wenn wir das nächste Mal machen. So. Hier die Pokémon-Musik schon wieder. Bin auch erstmal gespannt auf die Musik im Wassertempel. Hoffe, dass es was Cooles, was Entspanntes. Irgendwie sowas, so ein Zwischending zwischen beiden, womit man sich gut arrangieren kann. So, und wenn wir hier fertig sind, aber dürfen wir halt auch nicht vergessen, die eine Quest noch zu machen. Es gibt ja auch noch eine Quest, da musst du irgendwie... Da muss man irgendwie mit der Band spielen, ne? Aber gibt es was dafür? Ich bin mir halt absolut nicht sicher. Wenn man mit der Band spielt hier, ob es dafür irgendeine Prämie gibt. Aber wahrscheinlich schon, oder? Ein Herzteil oder so? Mit Sicherheit. Na. Wir hätten uns vielleicht noch ein bisschen mit Items ausstatten sollen. Bin absolut unvorbereitet. Das ist der Wahnsinn. Hoffen wir mal das Beste, dass wir es bekommen. Ich meine, hier sind noch ein paar Pötte, ne? Ja, hier. Guck mal hier. Pfeile, Bomben, ey. Guck mal, Magie, Pfeile, Bomben haben wir das Wichtigste doch, oder? Haben wir den Song hier schon mal gespielt? Mir fast so aus. Ach so. Oh, doch nicht. Ich muss ihn da drüben spielen, ne? Aber sag jetzt nicht, die Eier müssen vorhanden sein. Nee, das ist nicht so, gell? Nee. Okay. Wie war denn der Song? Links hoch, links rechts, runter, links rechts. Warte mal. So. Du. Oh, ich wollte schon sagen. Ich dachte schon, es passiert nichts. Aber alles gut. Wackelt doch mal nicht so. Gut, Leute, wir gehen in den Dungeon rein. Bitte eine coole Musik. Mario Kart ist am Start, Junge. Okay, guck mal. Also theoretisch müssten wir hier jetzt erstmal Fackeln anzünden.
wir kriegen auch schön was. Okay, starten wir es mal rein. Ich würde einfach mal ein Feuerfeil anfangen, beziehungsweise wir haben ja auch dieses Feuerinferno. Aber ich glaube, Feuerfeile sind billiger. Ja, wenn wir ein paar Deku-Sticks hätten, könnten wir es auch damit machen, ne? Naja. Das wäre natürlich am billigsten. So, da kriegen wir hier schon mal die erste Schatzkiste. Was ein Boss-Key enthält. Ja, auf jeden Fall nicht von diesem Dungeon. Also, ist das jetzt so, dass es ein Boss-Key enthält? Jo. Ja, der Waldtempel. Cool, da fehlt uns hier noch ein kleiner Schlüssel, dann können wir den auch komplett machen. Schön, freue ich mich. So, warte. Ich baller hier mal eben durch. Ja, die Fee. Ja. So, rein da. Nächste Etage, Junge. So, die Sache ist, wir haben ja eigentlich schon alles, oder? Was wir bräuchten. Eispfeile und so sind ja schon am Start. So, ich gehe einfach mal rein. Und schieb mal die Schalter hier so ein bisschen rum. So. Ja, ich bin auf jeden Fall absolut kein Profi, was der Tempel hier ist, was dem Tempel hier angeht. Das ist schon einfach nur ein ziemlich ekliger Tempel. So, wir gucken mal. Da drüben liegt Zeug. Jetzt haben wir gar nichts mehr, oder was? Aber müssen wir nicht... Ne, scheint egal zu sein. Könnten wir diesen Raum jetzt gleich komplett fertig machen? Oder wie ist das? So, wir haben eine Fairy. Ist das? Ja, die da ist es. Sollten wir das tun? Können wir das machen? Bringt uns das schon irgendwas? Oder ist es immer schlau, erst jetzt den einen Raum hier fertig zu machen? Man weiß es nicht. Aber ich mache es mal hier. Ah, guck mal, da ist die Säge. Ich wusste doch, die habe ich noch nicht. Okay. Nein. Oh. So, zack. Da ist sie. Jo. Geil. Wir haben die Säge, Leute. Und ein weiteres Skulltula-Icon. So, an die Fee komme ich nicht ran, oder? Kann ich da mit dem Enderhaken irgendwas machen? Ich glaube nicht. Ne. Dafür bräuchte man jetzt echt die Maske. Okay, pass auf. Dafür müsste man ja Tage. Ich weiß nicht. So. Wir gehen erstmal den normalen Weg und gucken mal, was draus wird. So. Aua. Hey. Zack. Ja, ich hätte die Fee, ich hätte die Spinne weiter unten angreifen müssen, ne? Dann hätte es geklappt. Yep. Dann hätte es geklappt. So, machen wir den Raum jetzt erstmal clear. Aber theoretisch, kann das nicht so schlimm sein. Oder es kann ja nicht so schlimm sein, wenn ich die Seite schon anmache. Dann müssen wir hier in den Raum nämlich nicht mehr rein. Warte mal kurz. Wenn ich das jetzt hier ausdrehe, wie ist denn das?
pumpt dann die andere Seite? Ich muss das außerhalb was anzünden, ne? Ich muss jetzt den roten... Ja, okay. Sorry. Mein Fehler. Ja, das war dumm von mir. Ich muss jetzt die rote Pumpe anmachen, damit das hier quasi hochgeht. Und dann kann ich mich rüberziehen. Und kann da quasi dann die Richtung ändern. Sorry. Mein Fehler. Wir latschen nochmal eine Runde. Aber schön, wir haben schon zwei coole Items bekommen hier drin. Einmal die Säge und einmal den Boss-Key vom Waldtempel. Und das in einem Wahnsinnstempo. Genau. Okay, sorry. Ging ja schnell. So, es geht weiter. Jetzt kommen wir in einen großen Raum rein. Hier können wir theoretisch erstmal... Ich glaube, wenn wir jetzt hier hingehen, eine weitere Fee holen. So, Fee Nummer 2. Dann könnte man hier mit dem Eisfall direkt reinschießen. Oder... Drüben ist ja, sind nur Krüge. Okay, wir könnten jetzt... Ja, pass auf. Wir gehen mal kurz auf den Grund des Wassers. In der Hoffnung, dass ich hier nicht weggesogen werde. Aber ich glaube, das passiert gleich. Na gut, dann gehen wir halt ins Rote. Alles klar. So. Theoretisch können wir jeden Raum schon abschließen, oder? Bin mir gar nicht so sicher. Eispfeile haben wir ja. Na, schauen wir mal. So. Ja, theoretisch muss ich hinten nur mit dem Eisfall draufballern. Damit ich dann da hochkomme. Und dann kann ich theoretisch sogar direkt wieder zurückgehen. Warte mal, ich mach das mal kurz. Also ich finde es tatsächlich immer verwirrender, wenn man mit allen Items in den Dungeon reingeht. Wo man dann Rätsel in einer bestimmten Reihenfolge eigentlich lösen muss. Aber die Reihenfolge aber nicht kennt? Schwierig. Ist halt nicht mein Dungeon. Majora's Mask ist allgemein nicht so ganz mein Genre. So, ich trinke jetzt mal einen Stück Kaffee, Leute. Ach so, das muss erstmal sein. Ich gehe trotzdem mal durch die Schlüsseltür. Weil das ist ja auch der einzige Schlüssel, den wir hier benutzen müssen. Deshalb, ja, ist der einzige. Deshalb, habe ich da jetzt auch keine Scham mit. Wir haben alle kleine Schlüssel. Rein da. Soll es eigentlich direkt zum Bossfight, Mini-Bossfight gehen? Genau, da haben wir noch Pfeile. Sehr schön. So, rein da, komm. So, wie macht man den denn? Ich glaube, Wirbelattacke einfach spammen und dann mit einem Pfeil ins Auge. Ist hier die Devise. Oder Bombenpfeile, ne? Ich spam einfach mal Wirbelattacke, Leute. Ich glaube, es reicht. Ich glaube, ich kann reinballern mit Pfeilen.
Shit. Sind immer noch ganz schön viele. Kann ich da mit Deko-Nüssen was machen? Ich habe keine. Warte mal. Das ist da ja nicht effektiver. Ist irgendwie schon ein nerviger Boss, oder? Ist eine leichtere Möglichkeit, ihn zu besiegen, Leute? Mach auf das Auge. So, okay. Jetzt sind wir schon im Final Mod. Okay, wir haben's. Erledigt. So, wir kriegen eine Fee. Heureka. Aber wir kriegen Herzen aufgefüllt, wenn wir eine Fee bekommen? Echt, war das so? Ist ja krass. Okay, wir haben eine weitere Fee bekommen. Fee Nummer 3 ist jetzt schon am Start. Das freut mich. Ansonsten gibt es hier einen zweiter. Nö, sieht nicht so aus. Oh, cool. Hey, hier ist ja gar nichts in den Grünen. Nicht mal Pfeile oder so. Menno. Bomben. Okay. Gut, Leute, dann haben wir das hier nämlich auch erledigt. Und uns hier nochmal ein paar Pfeile. Magie haben wir eigentlich noch. Oh, ein paar Bomben. So. Weiter geht der Akt, meine Lieben. So, wir müssen ja sowieso jetzt, weiß gar nicht, hier lang weiter? Oder müssen wir hier rein? Ne, da kann man her. Dann haben wir den Raum doch komplett schon abgeschlossen. Oder? I guess yes. So. Können wir denn... Warte mal, warte mal. Kann ich denn... Boah. Alter. Merci. So, damals auch eine Fee. Wäre viel leichter gewesen mit der Maske. Aber hey. So, wir gehen mal weiter nach oben. Denn wir müssen theoretisch so dem hier reinfolgen, ne? So. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Hier können wir erstmal gar nichts machen. Da ist noch eine Truhe. Da ziehen wir uns jetzt erstmal ran. So, theoretisch hätten wir jetzt die Eispfeile. Deswegen, ich rüste die mal kurz aus. Wir ziehen uns jetzt erstmal zu der Truhe. Und holen uns Fee Nummer 5. So, und jetzt, werde ich hier mir mal ein paar Schollen erschaffen. Wow. Welch gewagter und hemmungsloser... Ich kann nicht mehr drauf springen? Doch. Klettern. So, zack. Und dann... Heureka. So, ein neuer Raum ist geboren. Was haben wir denn hier? Aha, hier müssen wir sogar nochmal so ein...
Okay, interessant. Machen wir kurz alles kaputt hier. Hier sogar wieder schön Pfeile und Magie. Cool. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, uns da hochziehen, oder? Ganz einfach. Nicht? Wie komme ich denn da hoch? Ah, okay. Ich erinnere mich. Klar. Er hier ist die Lösung, ne? Jo, sehr cool. So, und dann haben wir hier wieder so ein rotes Ding aktiviert. Und jetzt müsste kompletter Durchfluss entstehen, oder? Jetzt haben wir, glaube ich, einmal komplett alles activated. So. Da oben ist aber auch noch ein Raum. Komme ich da irgendwie hin? Oder ist das eher ein Raum, wo man rauskommt? Hm. Na gut. Das haben wir jetzt hier erstmal. Ich würde mich mal in den Sora verwandeln und gehe mal hier lang weiter. Sehr schön. So, jetzt komme ich wieder in so einen Zwischenraum, oder? Genau. Hier muss ich auch alle Gegner töten, glaube ich. So ganz komische Gegner, oder? So. Pass mal auf. Ich schieße den da oben mal kurz weg. Ich hoffe, das reicht. Alter, was überlebt ihr denn? Bitte, stirb jetzt. Okay, ich brauche normale Pfeile, kann das sein? Was ist das denn? Der scheint Eis zu mögen. So. Genau, dann kommt hier oben eine Schatzkiste. Was haben wir da Schönes? Ah, ist nur eine Standard-Schatzkiste leider. Ah, schade. So. Dann ziehen wir uns da einmal hoch. Und erhalten einen wahnsinnig wertvollen grünen Smaragd. Gut, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Wo kommen wir jetzt wieder raus? Ah ja, jetzt kommen wir hier in diesem Hauptraum raus. Okay. I got it. So, da drinnen gibt es jetzt noch eine Fee, theoretisch. Da können wir uns eine Schatzkiste holen. Oh, guck mal, da unten. Das gefällt mir doch gut. Aber bevor wir das machen, ich ziehe mich mal ganz kurz hier ran. Ich würde sagen, das machen wir noch schnell als Finale für diese Folge. Da unten die Schatzkiste auf. So. Ich glaube, wenn ich alle Gegner töte, bekomme ich auch noch eine Schatzkiste. Zumindest wird mir da... Ah ne, das ist die Schatzkiste, die da drinnen steht. Das verstehe ich immer nicht. War das jetzt ein Upgrade? Ne, das war wieder gar nichts, ne? Verstehe ich nicht. Versteht ihr das, Leute? Warum das in der... Also ich habe jetzt schon seit gefühlt 20 Folgen... Naja, länger. 50 Folgen die Bubonjus. Die Krabbelminen. Und, jetzt ist das in der gelben Kiste, also in der Triforce-Kiste, die eigentlich einen Sonderitem beinhalten sollte. Hm. I don't know. Okay, da drinnen ist eine Feenkiste. Da könnte man theoretisch auch noch reingehen. Ja, werden wir machen in der nächsten Folge, würde ich sagen. In der nächsten Folge gehen wir da rein. Und da spreche ich auch gleich mal mit dem Frosch, oder? Ich denke schon. Okay, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Ciao.